So, vielleicht. Nee, theoretisch müssen die Kisten ja hier hin. Geht aber nicht, weil wir ja dann keine Schilder mehr anbringen können. So gesehen, das heißt, ist ja nicht so schlimm, wir haben ja für alles eine Lösung. Reißen wir das Holz wieder raus, die Steine lassen wir drin, wie gesagt, davon haben wir genug. Packen wir die Erde da rein. Und dann kommt das Ganze so. Das ist natürlich der Nachteil. So, da kommt ja dann Glowstone rein. Beziehungsweise der da muss ja dann raus. Aber den können wir auch drinnen lassen eigentlich. Sieht ja hübsch aus. Auf jeden Fall können wir hier die ganze Wand mal rausrupfen. Damit das dann auch eben aussieht. Und brauchen wir gar nicht mal so viele Kisten machen. Da könnten wir dann nochmal ein bisschen variieren. Je nachdem, was wir dann hier draus machen. Da ist ja so ein riesengroßes Lager. Für Items gibt es gar nicht. Da könnte man ja wirklich jedes einzelne dann, für jedes einzelne Kiste machen. Vermutlich. Sammeln wir mal hier nebenbei noch alles wieder ein. So. Und dann kommt hier was hin, hier was hin. Wahrscheinlich geht es wieder nicht auf, so wie ich mich kenne. Oh doch, geht auf. Na super. Halt. Nein. Nein. Ma. Gibt's doch nicht. So. Feierabend hier, verstehst du? So, zwei übereinander. Gefolgt von oben. Ist ja lustig, in meiner Testwelt ist das nicht so aufgegangen. Will ich schon wieder meinen Standard-Skin? Nee, was ist das denn für ein Skin? Was ist denn da passiert? Schon das letzte Mal gewundert, warum der so böse guckt. Aber gut, das ist nicht das Problem. Glowstone. Glowstone nochmal hier. Die verarbeiten wir dann wieder hier so. Ich finde den Glowstone immer noch voll hässlich. Das tut mir sehr leid, das ist nun mal so. Aber es ist halt Geschmackssache, ne? Also mir gefällt er persönlich nicht. Sieht aus wie Kotze. Aber dafür ist der Rest vom Texturenpaket ziemlich, also Entschuldigung, Ressourcenpaket, ziemlich cool. Das darüber kann man also, denke ich mal, noch hinwegsehen. Und endlich kriegen wir mal wieder ein bisschen Erde. Haben wir ja so wenig von. Na gut. Eigentlich können wir die Steine schon weg hier reinballern. Zumindest theoretisch. Und ich habe mir die Folge von gestern noch gar nicht so angehört, wo ja das, wo das Auto da bei mir vor der Tür vorbeigefahren ist. Ich hoffe mal, das war halt nicht zu doll zu hören. Was ja an sich okay ist. Von mir aus können die ja gerne da vorbeifahren, aber dann sollte ich auch daran denken, das Fenster zuzumachen. So. Und da Steinchen rein. Hier noch den ganzen Kram raus. Und dann kann dort nämlich Holz rein. Holz ist das nicht gewesen. Holz, so Holz. Perfekt. Und dann ist das Lager nicht mehr ganz so groß. Ich wollte es eigentlich nach hinten noch weiter ausbauen, aber es ist Blödsinn. Das braucht man gar nicht. Dann brauchen wir jetzt noch massig Kisten. Okay, so viele werden es gar nicht, sehe ich gerade. Sechs Kisten. Wow, Mensch, da können wir ja richtig einen drauf machen mit. Drei Kisten. So, super. Ich bin begeistert.
Ich breche in Begeisterung aus. So, wir waren aber dabei gewesen, Schilder hier anzubringen. Birkenholz, Akazienholz. Hier kommt dann Schwarz, Eichen, Holz hin. Was machen wir denn da drunter hin? Was machen wir denn? Am besten. Ich meine, wir haben so viele Möglichkeiten, ja. Wir könnten hier dann den. Ja, könnten wir hier anfangen mit Holzkram. So Sticks und so Zäune und machen wir mal Holzkram. Dann machen wir hier direkt daneben Eisenkram. Oder wir machen das. Wir machen die immer so nebeneinander. Eisenkram. Da kommen dann Eisentüren rein, Eimer und dann kommt hier rein Grünzeug. So Setzlinge, Samen und alles Mögliche. Zu überlegen, was gibt's denn noch? Was haben wir denn hier noch? Netherkram gibt's ja denn noch. Redstone auf jeden Fall. Redstone darf nicht fehlen. Redstone. Warum hole ich das jetzt raus? Keine Ahnung. Netherkram. Machen wir hier noch hin. Netherkram. Oder wir schreiben mal nur nieder. Never. Nether. So. Nether. Genau, Redstone. Alles, was mit Redstone zu tun hat. Dann machen wir hier rein Bodenschätze. Und dann haben wir keine Schilder mehr. Brauchen wir mehr Holz. Zack. Sticks haben wir jetzt gar nicht mehr weiter drin. Ne? Ich glaube, hier habe ich wieder in die Kiste reingepackt. Hab ich nicht. Habe ich die in die Kiste reingepackt? Ja. Da sind sie drin. So. Ja doch, Schilder würde ich machen. Musst du kurz überlegen, was machen die denn jetzt einfach hier? So, das waren jetzt glaube ich ein paar zu viele, aber nicht so schlimm. Jetzt haben wir ein paar mehr. So, Bodenschätze. Ausrüstung. Was brauchen wir noch? Abgesehen von Kisten haben wir auch mal 1, 2, 4, 6, 8, 10. Quatsch. 1, 2, doch 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 28 Kisten brauchen wir noch. 28 Kisten. So. Nein. So. 16. Das reicht noch nicht. 24 Kisten reichen erstmal. So, schön die Kisten hier platzieren. Ja, dann fehlen uns noch 4, 8. 4, 8. 8 Kisten. Haben wir noch Holz? Haben wir. Zack, haben wir 8 Kisten. Wir brauchten bloß 4. Verdammt. Ist egal, haben wir noch welche übrig. Und hier stehen ja auch noch 2. Ah, Idiot. Egal, haben wir noch mal ein paar Kisten übrig. Erstmal ordentlich abpusten hier. So, Ausrüstung. Packen wir erstmal das hier alles rein. So, just for fun. Damit überhaupt irgendwo was drin ist. Redstone packen wir hier rein. Hier haben wir noch Kies. Wo kam der denn her? So. Stein haben wir hier. Pflasterstein können wir ja dann gleich verwerten.
ohne Kohle so. Packen wir mal hier so hin. Und dann können wir so nach und nach eigentlich alles holen. Komplett die Audierung verloren hier. Erde, Erde. Neller, kommt was rein. Holz hier rein. Ah, wir brauchen noch eine Kiste mit Dekokram, Mensch. Dekokram. Wir haben viel zu viele Kisten hier, sehe ich gerade. Muss mal gucken, vielleicht können wir hier am Ende die Wand sogar komplett wegreißen, da was anderes hinbasteln. Da wird uns schon was einfallen. Ja, normalerweise könnte man noch so Tränke und so weitermachen. Dafür würde ich aber gerne einen extra Raum dann machen, wo das alles reinkommt. Dekokram, Dekokram, Dekokram. Das nervt mich gerade total, dass mein Skin weg ist. So liebevoll erstellt, ja. Von der 26 Miles Away. Aber jetzt ist es einfach weg. Aber ist nicht so schlimm, ich war noch auf der Festplatte. Nahrungskiste kommt natürlich dann auch woanders hin. Bodenschätze, Eier, Lapis. Wir brauchen dann noch eine Spezialkiste. Mal die Lohnrouten, die Neserkram haben wir noch. Gold haben wir noch, Eimer haben wir noch. Namensschilder können eigentlich auch bei sonstiges rein. Wo kommt denn Papier denn rein? Ich denke mal auch in die sonstiges Kiste. Oh, Inventar schon wieder voll. Toll. Voll, toll. Toll, voll. Voll, voll. So. Kurz räuspern. Mimimimi. Stimme wiederfinden. Mehr haben wir nicht. So, Ausrüstung. Ja, gut. Nether. Kommt das dann noch rein? Die Steine. Da kann man den Glowstone eigentlich mal hier unten drin machen. So, den Glowstone Staub direkt da drüber. Bodenschätze. Kommt dann das hier alles rein? Eisenkram, können wir die Eimer auf jeden Fall reinballern? Das Namensschild nicht. Die Schilder können wir bei Holzkram reinmachen. Der war hier. So. Und die Sticks auch. Und die Kisten kommen bei Dekokram rein. So. Ich weiß auf jeden Fall, dass wir gleich nochmal an die Dingskiste können und kennt er ja die Dingskiste, die eine da, wo das so reinkommt. Man kann hiervon noch ein bisschen was mitnehmen. Dann kann man sogar alles mitnehmen. Naja, fast. Wir können gleich auf jeden Fall nochmal ein Namensschild, ein Schild rausholen. So. Dekokram. Zack. Quatsch, das kommt doch bei Grünzeug rein. Wo war Grünzeug? Grünzeug, Grünzeug, Grünzeug. Müssen wir erstmal ein bisschen dran gewöhnen. Das packen wir mal alles hier unten rein. So. Die Setzlinge. Pilze kommen ja dann eigentlich bei Nahrung rein. Aber ist egal, lassen wir erstmal so. Zuckerrohr kommt hier noch rein. Samen. Den Löwenzahn. Der Pilz. Können wir uns mal eine schöne Pilzsuppe draus machen, theoretisch. Aber noch nicht jetzt. Jetzt haben wir noch keinen Hunger. Hier haben wir noch Ausrüstung. Ein Bogen. Nein. Spitzhacke. Pfeile kommen da erstmal rein. Nehmen wir sowieso gleich alles wieder raus. Ausrüstung. Quatsch, was suche ich denn gerade? Ach ja, Bodenschätze. Bodenschätze hier. Gold.
Ich habe ja gar keine Kiste für Wolle. Warum eigentlich nicht? Holzkram, Schilder. Hier. Kommt das Lapis dann natürlich auch rein? Der Nether-Quarz kommt bei Nether rein. Hier so. Dann kann der Quarzblock auch da rein. Tauschen wir mal so aus. Ja, doch so. Vielleicht so. Und dann brauchen wir eine. Was hatte ich gesagt? Wolle. Wolle und Monster. Ah ne. Machen wir Drops. Drops. Machen wir so. So. Schleimbälle. Schwarzpulver. Mehr haben wir jetzt hier gar nicht so. Wolle kommt hier rein. Hier kommt dann sonstiges. Und dann haben wir unser Lager so gesehen erstmal fertig. Bücher. Genau, der Rest kommt dann woanders hin. Dekokram. Dann haben wir es ja schon fast. Dann kommt der Eimer rein. Bodenschätze kommt natürlich auch das Eisen mit rein. So, wir hatten hier, glaube ich, noch eine Kiste. Mit Redstone und einer Falltür. Die Frage ist natürlich, wo packen wir jetzt die Falltür rein? Bei Redstone? Oder bei Eisenkram? Ich würde sagen, fast bei Eisenkram. Falltüren, da würde ich auch die normalen Türen dann reinballern. Und dann passt das. Redstone kommt dann bei Holzkram rein. So, und dann haben wir eigentlich nur noch ein bisschen Redstone. Redstone, Redstone. Hier. Hey, wir haben so viel Redstone, das ist ja unglaublich. Mensch, da kann man auch schon mal mit arbeiten. Dann habe ich eigentlich so den ultimativen Plan. Hier ist noch überall Kohle drin. So, hier ist nichts drin. Und das köchelt hier so alles schön vor sich hin. Irgendwo hat doch hier Kohle gefehlt. Hm. Kommen wir auch mal hier mit rein. Und dann können wir uns langsam oder aber sicher mal in Richtung nach oben begeben. Komm, wir machen erstmal jetzt hier. Wir brauchen unsere Ausrüstung natürlich wieder. So. Unser Schwert. Unsere Spitzhacke. Die andere Spitzhacke. So viele Spitzhacken, Mensch. Dann möchte ich gerne meinen Bogen auch wieder haben. Die Steine kommen dann natürlich in die Kiste. Die Schaufel. Haben wir nur die eine? Ja. Okay. Dann die Eisenaxt. Feuerzeug brauchen wir jetzt nicht. Da haben wir noch die zweite Axt. Die wir jetzt eigentlich auch nicht brauchen, aber wir nehmen sie einfach mal mit. Stein. Mann, mach das jetzt so. Und dann können die Schilder auch wieder weg. Bei Holzkram verschwinden. So, dann brauchten wir jetzt nämlich viel Holz. Wie immer. Wir brauchen eigentlich immer Holz. Das ist total schlimm. Ja doch. Dann gehen wir mal nach oben. Da habe ich nämlich schon wieder einen voll fiesen Plan. Halt, falsche Seite. Mensch, und die Bäume wachsen hier wieder wie Sau. Wie Sau. Wir hätten auch gleich nochmal ein bisschen Erde mitnehmen können. Obwohl, die können wir ja von hier wegnehmen. Das kommt ja sowieso dann alles weg. Warum geht denn das Gras jetzt nicht weg? Hä? Ah, ist der Server abgestürzt. Okay, ich muss kurz die Aufnahme unterbrechen. Wir sehen uns gleich wieder. Ciao. So, und weiter geht's. Da sind wir wieder zurück zu Minecraft.
Ja, gibt hier manchmal Probleme, leider. Ist der Nachteil vom Server, wenn man Probleme mit dem Internetanbieter hat, mal wieder. Dann schmiert auch öfters einfach mal so ganz dreist die Internetverbindung ab und dann wird man vom Server gekickt. Was natürlich nicht so geil ist, aber gut, lässt sich nicht vermeiden. So, was wollte ich jetzt machen? Genau. Also man kommt hier so rein. Wie ist ja denn das Ganze eigentlich so? Das wird dann zugemacht hier. Nicht so, wie ich das erst mir vorgestellt hatte. Hier in die Richtung haben wir gar nicht so viel Spielraum. Quallen. Quallen. Tintenfische. So. Hier ist unser provisorisches Farmdings-Hundi. Und deswegen müssen wir in die Richtung bauen hier. In die Richtung. Das heißt, wir müssen hier raus. Da habe ich schon voll den fiesen Plan. Die Bäume hier müssen nämlich weg. Und dann müssen wir. Wie machen wir das denn jetzt am dümmsten? Wir müssen das Ganze 1, 2, 3, 4, 5, 7 breit machen. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Genau. Weg hier mit dem Dreck. Weg mit dem Dreck.